einen kleinen sportlichen Flitzer, Stadtflitzer, wie auch immer, aber nicht nur Stadt, das gleich vorweggenommen. Er kann auch ein bisschen Langstrecke, haben wir heute bei automativ.de. Damit ein herzliches Willkommen mit mir, mit Benjamin, wie immer oder zumindest meistens, ja, mit dem Kia Rio, den wir hier stehen haben. Ab 2018, da war so der Wendepunkt, da hat Kia mit diesem Fahrzeug hier 100.000 verkauft, seit es den Rio gibt. Jetzt haben wir ihn in einer neu aufgewerteten Auflage, bisschen Facelift, bisschen schärfere Optik und vor allem ein bisschen mehr Technik unter der Haube. Gleich zu vorne weg, wir haben hier gleich die Daten und Fakten. Wir haben hier 120 PS in der Top-Version unter der Haube. Es gibt noch andere Motorisierungen aus einem 1,0 Liter Dreizylinder-Turbomotor mit 998 Kubikzentimeter Hubraum und 200 Newtonmeter Drehmoment, die über in diesem Auto hier optional über ein 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe geschaltet werden, verwaltet werden, an die Vorderachse geschickt werden. Ihn gibt es aber auch noch, und das ist ja wichtig bei Kleinwagen, auch noch mit einem 6-Gang manuellen Getriebe. Mit einer sehr intelligenten Steuerung, nämlich mit einer By-Wire-Kupplung, die auskuppeln kann, was sehr, sehr wichtig ist für dieses 48-Volt-System. Und das macht jetzt endlich mal Sinn, ein 48-Volt-System mit einem Handschalter zu kombinieren, wenn man dann nicht immer manuell auskuppeln muss, sondern wenn das Getriebe das für einen übernimmt. Das nicht in diesem Auto leider, aber ihn hier, wie gesagt, mit der 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Zu den Preisen, bevor wir dann ans Auto gehen, vorab auch, er kostet, so wie er hier steht, über 26.000 Euro, hat zwei Optionen an Bord. Ansonsten ist es hier die fast Vollausstattung, außer noch Schiebedach. Drei Optionen sind es, genau, drei Optionen. Und wir haben ihn als Grundpreis, den Kia Rio, hier in einem Basispreis von über 14.000 Euro. Das ist natürlich ein guter Einstiegspreis. Die 26.000 Euro sind natürlich sehr, sehr viel für einen so kleinen, ja, City, Flitzer oder auch Kleinwagen. Wir schauen uns im Folgenden ganz genau an, wie er so fährt, wie agil er ist. Vor allem hier steht er ja als GT-Line. Wie viel GT so in ihm steckt, es ist nicht allzu viel, klar, aber er ist trotzdem ein bisschen präzise auf der Lenkung und so und hat eine ganz schöne Fahrdynamik. Da schauen wir uns an, wie er fährt und vor allem hier, was alles an Bord ist und wie er aussieht und wie die Details hier in der genauen Ausstattung, wie er hier steht, auch sind. Und das sehen Sie im Folgenden. Ein Liter Dreizylinder ist hier unter der Haube. Der Dreizylinder ist ja immer der Sechszylinder des kleinen Mannes. Und hier ist er. Es hat auch eine schöne Abdeckung hier. Er ist von den Maßen sehr kompakt und er ist auch recht agil. Wobei man sagen muss, werden wir auch gleich noch sehen beim Fahren mit dem 48 Volt Netz und dem Riemenstartergenerator und so und der ganzen Steuerung über die Fahrdynamik Programme, ist er teilweise ein bisschen träge durch sein Schleppmoment, was er da hat. Gerade im Sportmodus ist er nicht so agil, wie ich mir das wünschen würde. Gleich oder später mehr, oder wenn Sie es gleich interessiert, können Sie auch dahin springen. Wir haben hier einen richtig vollgepackten Motorraum, das ist gut. Wir haben auch noch die Möglichkeit, wenn man nicht den Topmotor haben will, mit seinen 120 PS, gibt es auch noch den 1,0 Liter, der ist dann ohne 48 Volt Bordnetz. Es gibt nur die Top-Version mit 120 PS mit 48 Volt. Die darunter ist ganz normal mit 100 PS und dann gibt es den 1,2 Liter Saugbenziner mit 84 PS noch. Der ist dann vom Preis nochmal deutlich attraktiver. Genau, wir haben das Auto hier stehen in Schneeweiß mit diesen ganzen schwarzen Applikationen und Lichtapplikationen. Hier die Nebelscheinwerfer in diesem 4-Punkt-Design, was ich richtig schön finde. Das sieht knackig aus, vor allem in diesen Kontrastschwarz-Elementen hier. Das macht auch eine schöne stämmige Front. Das ist ein richtig knackiger, kleiner Racker, finde ich. Also sympathisch vom Gesicht, sportlich, also auch ein bisschen offensiv, aber trotzdem nicht zu aggressiv. Gefällt mir sehr gut. Wir haben hier LED-Scheinwerfer, aber natürlich, wenn man mal ganz genau hinguckt, haben wir auch die Blinker noch in ganz normaler Birnenausführung da vorne und auch das ganz normale Fernlicht haben wir auch noch in ganz normaler Ausführung. H2 Lampen. So, und dann haben wir hier unten noch schön Kühler, Grill, Einsatz und vor allem die Assistenzsysteme. Da komme ich auch gleich noch zu sprechen. Der Kia Rio hier hat das Technologiepaket an Bord mit all seinen Assistenzsystemen und mit diesem Sensor hier vorne steuert er auch teilweise die Rekuperationssteuerung hier in diesem Fahrzeug. Das werden wir auch gleich noch sehen. Wenn wir an die Seite kommen, dann sehen wir hier, wir haben hier die 17 Zoll Leichtmetallfelgen. Für so ein kleines Auto sind 17 Zoll richtig gut. Das sieht auch richtig gut aus in diesem leichten angedeuteten Speichendesign. Dahinter eine ordentliche Bremse, auch der Druckpunkt der Bremse, auch der passt, werden wir auch gleich noch sehen. Ansonsten haben wir optional, was ich immer sehr wichtig finde, ein Schiebedach drin. Das öffnet ins Dach
hinein. Das kann man hier nochmal sehen. Das heißt, die meisten Hersteller machen ja gerade die Dächer über das Dach, die Schiebedächer über das Dach. Hier geht es noch wie oldschool, wie bei den alten Fahrzeugen, schön in die Dachkonstruktion rein. Ach, ich lasse offen. So, ansonsten haben wir hier Schwellerbereich nochmal runtergezogen, dass nochmal der Schwerpunkt ein bisschen tiefer sitzt, optisch zumindest, und dass es nochmal ein bisschen knackiger wird. Noch ein paar Anbauteile hier am Schweller. Das ist schon sehr in Ordnung. Auch die Türen, ja. Ich teste ja immer hinten und vorne, wie die Türen sich so anfühlen. Ne? Bei Kia ist es ja oftmals immer ein leichtes, ja, wo ich sage, manchmal ist gut, manchmal nicht. Die Tür mit dem Türgriff hier fühlt sich wertig an für das Segment, was es hier ist, ja. Aber sie schließt ordentlich und das kann man schon durchgehen lassen für so ein Auto. Wir haben einen 45-Liter-Tank hier an Bord. Mit dem kommt man ungefähr 640 Kilometer, 620 Kilometer weit. Mit meiner Fahrweise fährt man noch ökologischer, noch ökonomischer. Kann man da auch, ja, nicht an die 700 Kilometer schaffen. Vielleicht Effizienzweltmeister schaffen dann die 700 Kilometer. Ja, hier finde ich ganz nett. Auch von der Dachkonstruktion, von der Karosseriekonstruktion ist das Auto ja eigentlich ein Hyundai i20 und Kia hat eben diese etwas, ja, exklusivere Version, wie man es auch immer sagen möchte, gemacht. Man erkennt auch an sehr vielen Karosserieteilen, dass es eigentlich ein Hyundai i20 darunter ist. Macht ja nichts. Der Kia Rio gefällt mir tatsächlich ein bisschen besser, vor allem als GT-Line hier mit dem Spoiler nochmal oben in Kontrastschwarz angehängt. Da sieht man auch, der wurde hier nochmal separat montiert. Das heißt, auch für die Waschanlage, sehe ich gerade, sind diese Kanten halt nicht super optimal hier. Aber gut, man putzt sein Auto ja ab und zu auch dann mal per Hand, per Schwamm, und dann sollte das hier auch funktionieren. Ja, hinten am Heck haben wir ein recht stämmiges, ein recht breites Heck. Der macht ganz schön auf dicke Hose dafür, dass er so klein ist. Wir haben den GT-Line-Schriftzug hier an der Seite. Es ist halt immer nur ein GT-Line, klar, das heißt, es ist nicht wirklich ein, wie bei Stinger, richtiger GT, aber zumindest sieht er so aus, als ob er ganz schön potent wäre, gerade auch mit diesen seitlichen Einsätzen hier, die keine Funktion haben, aber halt eine Optik, und vor allem mit dieser doppelflutigen Abgasanlage hier, die auch irgendwie so ein bisschen aussieht wie beim, ja, so ein Polo GT hat auch eine doppelflutige Abgasanlage, aber heutzutage, klar, auch der Dreizylinder hier, auch gerade der Kia Rio, der klingt nicht mehr wirklich. Aber zumindest hat man hier die Optik und zumindest hat man hier auch echte Endrohre, was ich ja immer echt cool finde. Ja, gehen wir ganz kurz noch einen Blick in den Kofferraum. Hier haben wir 325 Liter Volumen, was ich auch ganz cool finde. Vielleicht sieht man das gerade, diesen Haken hier an dieser Hutablage und an der Kofferraumabdeckung. Kann man Taschen einhängen, ganz genau wie links und rechts. Gibt auch noch zwei Haken, dann kann man Einkaufstaschen einhängen, damit die nicht immer, das stört mich immer, damit die nicht immer umherfallen. Sollte man doch mal ein bisschen flotter durch die Kurven fahren, was durchaus auch möglich ist. 325 Liter Kofferraumvolumen haben wir hier drin. Hier darunter, das ist nochmal sehr interessant, wenn man das einfangen kann hier, da sitzt die Starterbatterie hier in dem ehemaligen Raum. Für das Reserverad, da hat Kia hier die Starterbatterie untergebracht, Lithium-Ionen-Polymer für das 48-Volt-Bordnetz. Ist auch gut, dass sie so tief wie nur möglich sitzt und auch vor allem hinten so den Schwerpunkt runterzieht und auch ausgleicht für die Mitte, für die Balance des Fahrzeugs. Was hier draufsteht, heißt nur, dass man hier keine zusätzlichen Gegenstände hinlegen darf, aber Kia hat hier noch ein Mobility-Kit hingelegt. Da hat Kia wohl die Anweisung hier auf der Batterie gelesen. Aber naja, man macht es trotzdem, weil man will es ja auch nicht im Auto rumfahren haben. Also Kofferraumvolumen ist auch für die Größe, für diese Klasse echt gut und ist auch gut erreichbar, gut beladbar. Man hat keine ebene Kofferraumladekante, aber das macht auch gar nichts, weil Hauptsache man hat ordentlich Stauraum hier hinten. 325 Liter sind echt gut. Klappt man hier alles um, und da kommen wir auch zu diesem Freizeit-Hobby-Aspekt, klappt man alles um, hat man über 1100 Liter und auch eine ebene, zeigen wir ganz kurz, bevor ich das einfach nur erzähle, auch eine ebene Ladefläche. Und dann kann man hier auch ganz schön was mit anfangen. Das geht dann wirklich ganz eben durch und man kann hier tatsächlich relativ viel dann durchladen. Der rechte geht nur nicht ganz runter, weil da meine Kameratasche noch liegt, aber es ist üppig. Also man kann damit durchaus was anfangen. Da muss man sich nicht zurücknehmen und auch vom Handling ist es total einfach. Man braucht ja nichts Elektronisches oder so hier, sondern auch damit kommt man sehr gut klar. Schauen wir einen Blick ins Interieur.
Die zweite Sitzreihe, die ist in so einem Auto immer, finde ich, immer spannender, wie man dort sitzt, weil man möchte ja, wenn man so einen kleinen Wagen hat, vor allem mit 5 Sitzplätzen, auch die Gewissheit darüber haben, wie man hier hinten sitzt. Und ich bin extrem empfindlich beim Hintensitzen. Mir wird sehr, sehr schnell schlecht. Deswegen ist für mich immer wichtig eine Übersicht und dass ich ein bisschen erhöht sitze, sodass ich hier wirklich auch rausschauen kann, auch hier rausschauen kann, dass das alles in Ordnung ist, dass ich hier eine Umsicht habe, falls mir schlecht wird. Positiv ist hier auf jeden Fall, man hat das Schiebedach. Das gibt ein bisschen mehr Licht, ein bisschen mehr Luft. Das würde ich immer bestellen bei so einem Auto, gerade bei so einem kleinen Auto, weil es eben noch mal ein bisschen mehr Raum gibt. Und man sitzt hier auch leicht erhöht. Die Sitze vorne sind auch recht schmal, so dass man auch gut nach vorne schauen kann. Das ist auf jeden Fall sehr angenehm. Und der Sitz ist auf meine Position eingestellt, kurz hinter der B-Säule. Die Knie hier, meine Knie, die berühren die Sitzflächen hinten nicht. Da ist noch 2-3 cm sind hier noch Luft. Und ich habe ja überdurchschnittlich lange Beine, deswegen könnte man da noch was abziehen. Deswegen sitzt man hier wirklich auch sehr gut auf diesen Sitzen mit Leder an den Seiten und Stoff an der Mittelbahn, die auch gleich vorne wieder zum Vorschein kommen. Noch eine Sache hier zur Qualität, sieht man auch vorne oder werde ich auch gleich vorne nochmal ansprechen. Die Qualität ist natürlich hier sehr, sehr niedrig, wenn man so mal sagen kann. Wir haben hier noch nicht mal verschiedene Materialien oder verschiedene Dekore oder Materialien, sondern haben wir ein Material durchgezogen. Das ist halt sehr günstiger Kunststoff. Von der Verarbeitung her ist es in Ordnung. Also die ganzen Spaltmaße, all das, das passt schon. Auch die Haptik hier ist wirklich auch in Ordnung. Aber vom Material, von der Materialität an sich ist das hier natürlich nichts. Und auch hier nicht aufgepolstert, nichts Weiches, alles hart. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, vor allem bei einem Preis, wenn wir hier schon über 26.000 Euro sind. Da ist dann schon so eine Preisklasse erreicht, wo man sagt, okay, wenigstens mal aufgepolsterte Armlehnen hier hinten im Vorbereich. Schauen wir, wie es vorne ist. Ja, drin wäre übertrieben zu sagen, es ist wie in einem Rennwagen, so wie Kia es sagt. Aber man hat schon so ein paar Applikationen hier drin, die so ein bisschen daran erinnern. Fangen wir mal an. Ich mache mal kurz den Motor schon mal an. Dann können wir schon mal leicht vorrollen. Fangen wir mal an mit dem Lenkrad hier. Es ist leicht abgeschrägt und es hat einen GT-Line-Schriftzug. Das ist wirklich sehr cool gemacht. Abgeschrägte Lenkräder, die kommen ja immer vermehrt aus dem Rennsport. Und was wir hier noch haben, ist ein bisschen leichte Anomalien an gelochtes Leder an der Seite, an dem Multifunktionslenkrad, das, wie ich finde, wirklich sehr schön gestaltet ist. Und wir haben auch hier gleich alle Multifunktionstasten für die ganzen Assistenzsysteme. Hier haben wir zum Beispiel den Spurlinienassistenten, den ich jetzt aber ausmachen werde mit einem langen Klick, deswegen, damit wir ein bisschen sportlich fahren können. Und hier ACC, also die geschwindigkeitsabhängige Steuerung auf Autobahnen und so weiter. Und dann haben wir hier in der Mitte wirklich auch analoge Displays mit einem Farbmäusekino in der Mitte. Das ist sehr, sehr schön. Und wir haben hier an dieser Seite, was ich sehr schön finde, das zieht sich durch das gesamte Cockpit, ein bisschen Carbon-Optik hier. Das fühlt sich auch sehr, sehr gut an. Haptisch ist es sehr schön anzufassen. Neben den sonst, trotzdem habe ich ja hinten schon gesagt, sehr einfachen Materialien, sagen wir es mal so. Hier unten ist klar, da ist nur Hartkunststoff da im Fußraum sowieso. An den Türen hier an den Seiten ist auch meistens nur Hartkunststoff. Hier ist ein bisschen, ganz bisschen weich aufgepolstert, aber das war es auch schon. Hier ist nur Hartkunststoff. Also es ist wirklich ein sehr, auch das Armaturenbrett ist hart. Auch andere Hersteller machen es eben nicht besser. Wenn ich jetzt andere Hersteller sage, dann meine ich natürlich hier in diesem Fall Kia. So, ein 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe hier und ein relativ präzises und mit einem auch wieder relativ gut ausgestatteten Lenkwiderstand, den wir hier haben, der natürlich auch wieder abhängig ist der verschiedenen Fahrmodi. In dem Fahrzeug gibt es 3 Fahrmodi. Wir haben hier zum einen den Eco-Modus, dann gibt es den Normal-Modus und dann den Sport-Modus. Und wir haben auch die Möglichkeit, bei diesem Doppelkupplungsgetriebe den manuellen Modus hier einzulegen. Dann kann ich hier schalten. Das ist hochschalten nach vorne, runterschalten nach hinten, so wie man es von normalen Automatiken kennt.
Die Rennsportsache wäre natürlich andersrum. Im Rennsport hat man vorne, also schieben ist dann runterschalten und ziehen ist hochschalten. Das hat man hier nicht. Auch wieder so ein kleiner, aber feiner Unterschied, dass es hier nicht wirklich um Rennsport geht. Aber zumindest kann man hier ein bisschen agieren. Was mir hier fehlt für ein sportliches Auto, gerade auch wenn GT draufsteht oder GT-Line draufsteht, wären für mich hier die Schaltpedals hinterm Lenkrad. Die fehlen komplett und auch, wenn ich jetzt hier so ein bisschen langsam durch die Kurven fahre, im Sportmodus fehlt mir ein bisschen Lenkwiderstand. Ich mache mal das Schiebedach hier oben wieder zu. Fehlt mir ein bisschen Lenkwiderstand. Das geht mir doch ein bisschen zu einfach, obwohl er präzise fährt, das muss man sagen. Man kann ihn schön einlenken und auch mit geringem Winkel einlenken. Und er hört auch, der Vorderwagen hört auch auf Befehle. Das ist auch hier, sieht man auch bei solchen leichten Versatzkurven sehr gut. Aber es fehlt ihm an Widerstand in der Lenkung, was ich ja immer so schön finde, gerade für sportliche Fahrzeuge. Seine Performance, die ist, ja, geht so. Mit 120 PS ist es schon in Ordnung. 200 Newtonmeter zwischen 2000 und 3600 Umdrehungen hat man von 0 auf 100 eine Zeit von 10,2 Sekunden. Das können wir jetzt hier ausprobieren im Sportmodus. Dazu gehe ich mal hier auf 0 km/h. Ich weiß nicht, ob das geht. Leicht Bremse, leicht Gas geht lang, aber es ist kein wirklicher Sportmodus oder Launch Control und er müht sich schon sehr ab. Ja. Das sind jetzt 10,2 Sekunden, müssten das gewesen sein. Wir messen das nicht. Es kommt auch darauf ja nicht wirklich an. Aber man merkt auch das Doppelkupplungsgetriebe, das schaltet behäbiger. So ist so ein bisschen wie eine Automatik, wie eine Wandlerautomatik. Und es geht schon ordentlich voran. Der dreht auch gut aus. Man hört auch die Turbolader sehr gut. Was man jetzt nicht wirklich spürt, ist dieser Elektropunch, diese Elektrounterstützung, die man ja theoretisch durch dieses 48 Volt Bordnetz, beziehungsweise, nee, nicht Bordnetz, sondern Antriebsnetz noch haben müsste. Das hat man jetzt nicht. Weil hier gerade der Verbrauch so von 7,5 Litern steht, bin ich natürlich mit dem Auto sehr, sehr sportlich gefahren und bei sehr, sehr sportlicher Fahrweise für 7,5 Liter, das ist schon eine ordentliche Sache, das finde ich schon in Ordnung. Man kann das jetzt zurückrechnen, wenn man immer im Eco-Modus ist, was ich jetzt auch gleich mache, dann könnte man hier bei diesem Fahrzeug schon auf 4 oder 5 Liter kommen. So, wenn ich jetzt aber hier im, darum geht es mir gerade, wenn ich jetzt hier im Sportmodus fahre und auch ein bisschen flotter, dann ist das Fahrwerk sehr gut abgestimmt, auch nicht wunderlich oder nicht verwunderlich, weil der obere Fahrwerksentwickler kommt von BMW M, der hat das dann schon unter Kontrolle. Das ist ein wirklich ausgewogenes Fahrverhalten, auch hier auf sehr unruhiger Piste. Tatsächlich ist aber die gesamte Antriebssteuerung in Kombination mit der Lenkung nicht wirklich sportlich. Es ist in Ordnung, aber es ist auch nicht mehr. Was tatsächlich dann nicht so schön ist, und das meinte ich eben mit Antriebssteuerung, wenn man jetzt das 48 Volt System integriert und diesen Startergenerator integriert mit zusätzlicher Leistung, die ja an die Kurbelwelle angeflanscht ist bei solchen Mild-Hybriden, dann hat man hier immer einen gewissen Agilitätsverlust im Motor selbst, wenn man das nicht gut abstimmt, wenn man das nicht ordentlich abstimmt. Und so hat man das vor allem jetzt gerade im Sportmodus, wenn ich jetzt hier in die Kurve gehe, sehr träge Reaktionszeiten und sehr lange Reaktionszeiten. Und jetzt auch, wenn ich schon längst vom Gas runter bin, zieht er die Drehzahl noch nach. Und das macht ein agiles, sportliches Fahren, vor allem im Sportmodus, sehr mühsam. Dazu kommt noch, dass er rekuperiert. Und jetzt fühlt es sich so an, und das tut es auch, bremst er mit seinem System, mit seinem Startergenerator, mit der Lichtmaschine, die ja größer geworden ist, damit sie mehr Leistung umsetzen kann und in die Batterie hinten speisen kann. Und deswegen haben wir hier jetzt die Situation, dass wir ein tolles Antriebssystem haben. Ich bin ja unglaublicher Fan von Mild-Hybriden.
Aber Sie müssen dann auch, wenn Sie ein bisschen sportlich sein wollen, das wollen Sie in dem Auto, GT-Line sieht ja sportlich aus, müssen dann auch sauber abgestimmt sein und auch vor allem in den verschiedenen Fahrmodi sauber abgestimmt werden. Und das ist hier leider nicht so der Fall, dass man sagen kann, er ist ein wahnsinnig sportliches Auto. Deswegen würde ich den Sportfaktor jetzt mal beiseite legen, in diesem Kleinwagen eher vielleicht die GT-Line auch beiseite legen, wenn man nicht nur auf Optik Wert legt, und in den Eco-Fahrmodus gehen. Denn das ist spannend, das hat man hier, das hat man beim 6-Gang-Handschaltgetriebe als auch bei der Automatik, dass man hier natürlich segeln kann und auch vor allem lang segeln kann, aus höheren Geschwindigkeiten segeln kann. Man kann auch auf der Autobahn sehr, sehr gut segeln damit, und damit hat man dann natürlich auch eine große Verbrauchsreduktion, die man hier realisieren kann. Und dann macht es auch schon wieder Sinn, dieses Auto mit einem kleinen Motor, einem Mild-Hybrid-System, das relativ einfach ist, aber gut implementiert wurde, nicht sportlich, aber gut, und dieses Segeln hier nochmal ins sehr ausgeklügelt Extreme entwickelt hat. Und das macht diesen kleinen Wagen, diesen Kia Rio, zeichnet ihn aus und macht ihn auch tatsächlich sympathisch. Wenn ich jetzt ganz normal auf der Landstraße bin, dann gehe ich hier vom Gas und dann müsste er jetzt eigentlich in den Segelmodus gehen. Das tut er nicht, die Drehzahl bleibt weiterhin oben. Ich weiß jetzt gerade nicht, warum er das nicht tut. Ich gebe mal ein bisschen mehr Gas. Macht das vielleicht jetzt? Nee, macht er auch nicht. Okay, das ist der Vorführeffekt. Tatsächlich, vielleicht müssen wir damit woanders hingehen und nicht auf der Landstraße. Okay, es kann sein, dass er es nicht macht, wenn die Batterie nicht voll genug ist. Dass er das Rekuperieren vorzieht vor dem Segeln. Dass er es nur macht, wenn die Batterie relativ voll ist. Dass er dann zurückgeht und sagt, jetzt brauche ich nichts mehr, jetzt ist es effizienter, dass ich segel. Jetzt scheint es effizienter zu sein, die kleine Batterie hinten, die wir gerade gesehen haben, aufzuladen. Und deswegen geht er jetzt nicht in den Segelbetrieb. Tatsächlich wäre es sonst so, und das hat er gerade auch gemacht auf dem Weg hierhin, dass er immer die Drehzahl runternimmt, beziehungsweise auf Null geht, den Motor ausschaltet und wir dann entspannt segeln können. Das können wir jetzt hier nicht, weil das momentan nicht macht. Aber wir probieren das Gleiche gleich nochmal auf der Autobahn. Jetzt laden wir mal ein bisschen die Batterie hinten auf und schauen bei höheren Geschwindigkeiten vor allem, wie er sich hier verhält auf der Autobahn. Klar, im Kia Rio und in allen anderen Kia sowieso, auch Hyundai-Modellen, da ist sehr viel Piepsen angesagt und sehr viel Wachsamkeit angesagt seitens des Autos. Es gibt sehr viele Hinweise und natürlich auch sehr viel Assistenz. Wenn ich jetzt hier auch gleich mal die Gelegenheit nutze, wie schnell er kann. Wir können hier maximal 190 km/h fahren. Jetzt wird es auch schon, jetzt haben wir die Höchstgeschwindigkeit erreicht. Jetzt wird es auch relativ laut, aber man muss sagen, für einen Kleinwagen immer noch erträglich und immer noch im Durchschnitt. Und auch vor allem von den Motorgeräuschen, von der Dämmung und so. Klar, es kann immer mehr sein, aber ich muss sagen, auch von der Spurtreue und so, das kann Kia mittlerweile sehr, sehr gut. Spurtreue und so, Präzision auf der Autobahn, angenehmes Fahren, guter Langstreckenkomfort. Deswegen habe ich vorhin gesagt, es ist nicht das Einzige, dass er ein Stadtflitzer ist, sondern man kann mit ihm auch zügig irgendwo hinfahren in Urlaub mit ordentlich Stauraum, zu zweit sowieso. Das ist kein Problem und ist auch wirklich angenehm. Jetzt bei den Geschwindigkeiten kuppelt er natürlich nicht aus, das ist dann sicherheitsrelevant. Jetzt warte ich mal, indem ich die Geschwindigkeiten senke. Er ist jetzt immer noch in der Rekuperation. Da müsste er jetzt ordentlich Energie wieder rekuperiert haben. Ich gehe jetzt nochmal separat in den Eco-Modus und gehe vom Gas, wenn wir den Berg da geschafft haben, den kleinen Hügel, und dann müsste er eigentlich in den Segelmodus gehen. Hoffe ich zumindest. Jetzt gehe ich vom Gas. Nein, er macht es nicht. Er geht nicht in den Segelmodus, sondern rekuperiert immer noch. Die Batterie scheint wohl relativ schwach zu sein. Man erkennt auch an dieser kleinen Grafik, die wir hier sehen, wie der Energiefluss gerade läuft. Und jetzt sehen wir, von den Vorderrädern kommt die Energie und wird hinten in die Energie eingespeist. Kein Segeln,
sondern reines, das war übrigens gerade der Blitzerwarner, sondern reines Rekuperieren, was anscheinend günstiger ist jetzt im Moment immer noch und wir das Segeln schon wieder nicht zeigen können, leider. Das hätte ich mir noch gewünscht, dass wir das hier machen können, aber momentan, der Wurm ist drin, er braucht halt so viel Energie, weil wir wahrscheinlich so lange standen und die Batterie dafür gebraucht wurde. Macht nichts, Sie können sich es vorstellen, er hat es jetzt in den normalen Testtagen, wo wir nicht gefilmt haben, immer gemacht. War ein schönes Segeln, schönes Gleiten, was auch tatsächlich dann auch sehr effizient ist und mich als Fahrer auch überzeugt hat, auch angenehm überzeugt hat und ich sogar auch bei dem Auto viel mehr im Eco-Modus gefahren bin als im normalen oder im Sportmodus. Man merkt ja in Autobahnkurven, Autobahnauffahrten, Autobahnabfahrten immer relativ schnell, wie schön ausbalanciert und wie ruhig ein Auto da funktioniert oder auch nicht funktioniert. Das würde ich jetzt mal hier machen. Im Eco-Modus sind wir gerade. Ich schalte mal um auf den Sportmodus. Genau. Jetzt können wir hier ein bisschen zackiger fahren und merken, er ist sehr, sehr, sehr schön austariert und ausbalanciert. Er macht eigentlich gar nichts über die Vorderachse und kommt auch nicht mit dem Heck, sondern hat eine sehr, sehr schöne Balance, die er da hält und auch kaum Reifen quietschen bei relativ hohen Geschwindigkeiten, die wir hier an den Tag legen. Natürlich ist es jetzt nicht repräsentativ für komplette Agilität dieses Autos, aber ich bin positiv überrascht, muss ich sagen, von seiner Performance. Das macht auf jeden Fall einen guten Eindruck in diesen Autobahnauf- und Abfahrten. Tatsächlich weiß ich jetzt nicht, was er von mir will. Er meldet sich ja sehr häufig zu Wort und er hat gerade den Blitzerwarner noch aktiviert. Und jetzt hat sich irgendein System aufgehängt oder ich weiß nicht, was ich machen soll. Das sind dann immer die Sachen, wo ich dann tatsächlich die deutschen Autobauer schätze. Jetzt ist es vorbei. Ich glaube, der Blitzerwarner hatte sich gerade ein bisschen aufgehängt. Und also wäre man nicht so erprobt wie ich mit vielen, vielen Autos, die ich ja tagtäglich habe, würde ich hier, und schon wieder eine Meldung, ja, Totwinkelwarner, genau, wäre ich hier leicht unruhig geworden, muss ich sagen, bei diesem permanenten Piepsen, als ob jetzt hier leicht eine Bombe hochgeht, muss ich irgendwas hier aufgehängt haben. Übrigens, wenn wir über Software sprechen, wir haben hier auch gleich dieses neue Navigationssystem reinbekommen, Multimedia-System, das auch optional ist, in der GT-Line, aber serienmäßig. Hier nochmal ein größerer Bildschirm. Wir kennen das System schon aus anderen Fahrzeugen, aus den höheren Fahrzeugen. Zum Beispiel im Sorento haben wir das im Prinzip von der Funktionalität so gehabt. Klar, da ist das Format noch ein anderes, aber die Auflösung, die Grafik und auch die Bedienung ist im Sorento dieselbe. Und auch dieser Blitzerwarner, um den es ja immer geht, auch in den vielen Kommentaren von Ihnen, der ist hier in diesem Fahrzeug halt immer noch aktiv, auch wenn er wahrscheinlich in einigen Fahrzeugen, so habe ich gelesen, abgeschaltet wurde, wobei man ihn ja auch wieder aktivieren kann. Schreiben Sie uns mal in die Kommentare, wie Sie das Auto hier finden und vor allem, wie Sie es konfigurieren würden. Ob Sie es mit 48 Volt Netz nehmen würden, also als Top-Motorisierung so viel Geld dafür ausgeben würden oder nicht. Es gibt ja immerhin noch ein bisschen Händlerrabatt. Die Batterie hat die ganze Zeit, oder der Akku hinten hat die ganze Zeit geladen, aber jetzt funktioniert es tatsächlich wieder, dass das Auto in Segelmodus geht. Genau, jetzt schaltet er sich komplett ab. Jetzt kommt hier das kleine Emblem Energiefluss und Segelmodus oben. Und jetzt hat er mich gerade Notfallbremsung gemacht, weil er irgendein Auto links gesehen hat. Das war jetzt, ja, das war jetzt einer dieser Warner, die im Technologiepaket enthalten sind. Aber tatsächlich eine Falschwarnung, weil ich war auf der anderen Seite, auf der anderen Spur, zwar dicht an dem anderen Fahrzeug dran, aber ja, naja. Und jetzt gehe ich nochmal vom Gas runter und dann müsste er, genau, jetzt geht er schon wieder in den Segelmodus. Oben sieht man wieder Segelmodus. Das passt also sehr, sehr gut.
gerade über diese Bodenwelle, die wir da gerade hatten, da hinten, da merkt man dann, dass das Fahrwerk an seine Grenzen kommt. Aber das hat nichts mit Abstimmung zu tun, sondern eben mit reiner Konstruktion. Übrigens, gerade gut gekonnt, man hat es gesehen in der Kamera, dass es tatsächlich ein Teil abgefallen ist vom Spiegel. Das ist genau das Teil hier gewesen. Ich wollte es sehr gekonnt umgehen, weil ich nicht wusste, was es ist. Aber man hat dann tatsächlich, ja, sehr schöner Sound, RS3. Danke für dieses Video-Crashing. Man hat dann tatsächlich das gesehen, dass dieses Teil hier abgefallen ist. Ich muss mir das nochmal genauer angucken. Auf automativ.de finden Sie dann nicht nur nähere Infos, sondern auch, was es genau für ein Teil war. Übrigens, was ich auch sehr, sehr gut finde, ist diese Kameraerkennung hier oben. Das hat der in dieser Version serienmäßig an Bord als GT-Line, Schildererkennung und so weiter. Läuft über diese Kamera hier, über diese Einheit hier. Und das funktioniert auch sehr zuverlässig und sehr gut in Kombination vor allem mit dem Frontsensor, Frontradar da. Da kann man auch im Eco-Modus, man hat es ja jetzt glücklicherweise doch gesehen, diesen Segelmodus, kann man dann auf diese Systeme zugreifen und eine intelligente Antriebssteuerung hier erwarten von diesem Auto. Und dieses Auto ist zwar klein, aber es hat die Technologien schon von nächsthöheren Klassen, das muss man schon sagen. Auch in diesem Segment sind 26.000 Euro ohne Zweifel sehr, sehr viel Geld. Aber man muss ja nicht alles dazu buchen, was man dazu buchen kann und vor allem, was dieses Auto hier hat. Zum Beispiel das Technologiepaket, das würde ich mir persönlich nicht nehmen. Das wäre für mich zu viel. Aber alle anderen Sachen, zum Beispiel Schiebedach und auch die GT-Line, die wären für mich drin. Aber grundsätzlich für mich, das muss ich jetzt auch am Schluss sagen, wäre das Auto nichts. Mir wäre es zu undefiniert. Im Antriebsstrang zu undefiniert in der Lenkung. Diese Kombination, die macht mir nicht so viel Spaß, aber für ein Auto, das man eben im Alltag nutzt und im Alltag effizient nutzen möchte und das noch ein bisschen gut aussehen möchte, nebenbei, ist das schon eine gute Alternative, vor allem auch preis-leistungstechnisch, wenn man nicht gerade die volle Hütte hier nimmt, dann kann man sich den Kia Rio auf jeden Fall mal anschauen. Sollten Sie es bis hierhin geschafft haben, dann danke ich Ihnen sehr fürs Zuschauen. Vergessen Sie nicht, unten uns zu abonnieren und auch uns auf den anderen Kanälen, Social Media Kanälen zu besuchen. Wir lesen alles auf allen Kanälen, egal was kommt, und auch beantworten fast alles. Deswegen scheuen Sie sich nicht. Wir freuen uns auf Sie, entweder in Schriftform oder auch beim nächsten Fahrbericht und Review.